arbeitest, dass du gut auf der blauen Seite salbst. Ja. Das machst du. Aber wirklich? Also er lebt ja schon auch. Darum, ja, ist hier diese maximale Power in den zwei. Das ist eigentlich immer ein Gedanke von so einem Dreiteilchen. Der C-Schwertkampf funktioniert nicht mit Rückenzug der Schulter. Das ist auch, das macht aber alles im Arsch. Das verstehen die Leute immer nicht. Das ist ja auch beim Waffenlosen, wenn man ganz wichtiger Hinweis. Wenn ich so arbeite, dann ist es vielleicht gut mit den Boxhandschuhen. Aber wie schnell arbeiten wird, so. Ja. Die Statik kommt auch nicht in die Angespannung. Das kommt einfach nur dadurch, dass ich den Fahrer gegen den Winkel habe. 1, 2, 3, 4. Moment. Freeze-Moment ist der Kontakt. So. So soll es sein. So war es ja. Aber leider nicht ganz aus. Hier. Ja, ist der zweite. Nicht gleichzeitig. Mal. Ja. Dann packst du alles da. Der Arm ist gleich wieder oben. Das macht Sinn. Also nicht zu weit vorne. Wenn du ihn zu weit vorne hast, stehst du hier gegenüber. Das wäre jetzt hier so eine Situation. Ich greife hier da rein und hau da hin. Okay. Wenn ich hier hau, hier, das ist ein hier. Ja. So, der soll jetzt ja nicht der Distanz. Ja. Ja. Und so nützt er mir gar nicht. Wir gehen unter Hände. Immer hier hinter sein. Genau, denk an diese Sinuskurve. Ja, genau. Sehr gut. Das war mal schön. Der gute alte Klassiker, Hand. Das hilft immer. Ja, gut, du kannst jetzt einen Zweischlag machen. Wenn du es deinen Läufer oder so ballst, kannst du erstmal einen Zweischlag machen. Dann musst du dir erstmal den Zweischlag zeigen. Also, so. Ich klär's. Ups. Ja, die anderen kannst du noch gleichzeitig hier oben lassen, hier zu arbeiten. Das finde ich aber ziemlich simpel. Das Ganze von der Seite zu machen, naja, ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Einfach so rausschlagen. Das erste ist natürlich auch gut. Ich stehe einfach, wenn er den Arm hochkommt, ist das ein Ding. Klatsch, das reicht auch schon. Tolle Sache. Ja. Aber nochmal. Aber richtiger Wurfhieb, das ist was, was ich noch da oben sehe. Also. Ja. Ja. Mal gucken. Aber sonst immer, so, guck mal, wenn ich hier bin, der nimmt die Hände irgendwie hoch oder was weiß ich. Ey, lass das bleiben. Nee. Ups. Ja. Krass. Zack. Ja. Zu deine Jobs machen und so, also. Wenn du machst oder wenn du. Beischlag ist ja genau wie eins. Was du hier so ziehst. Ja. Ja, wenn du hier so nach oben den arbeitest, ist richtig geil. Du musst nur vorne bleiben. Nur wenn du die Situation hast, der die Hände irgendwie oben, haust ihn das auf die Hände, versuchst zu greifen, wenn nicht, ist egal. Puh, hier runter. Geiler natürlich, wenn du es machst. Guck mal weiter rüber. Ja, die Hände oben. Spaß auf die Hände, runternehmen. Das kannst du natürlich alles machen, aber hier schön ein darauf, da hast du ein bisschen gefährlich. Ein darauf, wir haben einen Schaubrum hinterher. Aber wenn du ihn da hast, ziehst du hier schön Rücken, Hebel, ein bisschen ärgern.